Hallo zusammen, es ist Mittwoch, der 11. September und hier geht es um den DAX. Aber bevor ich damit anfange, die zwei Sachen hier. Das hier ist ein Online-Seminar, ich muss an dem so lachen, ich habe das nicht geschrieben, ein Online-Seminar. Das ist am Dienstagabend um 18 Uhr, das mache ich zusammen mit finanzen.net. Da geht es nur um die großen Indizes, also DAX, MDAX, Denpur, Dow Jones und Nasdaq. Keine Einzelaktie, es dauert ungefähr 45 Minuten und dann kommen ein paar Fragen von euch noch. Den Anmeldelink, den stelle ich unter den YouTube-Film. Und dann kommt ihr auf diese Seite hier und da müsst ihr euch dann eintragen und dann könnt ihr dazuhören. Dann am Donnerstag nächste Woche gibt es das hier. Das mache ich wieder. Das mache ich wieder mit dem Falk Elstner, der uns hier den Rücken zuwendet. Das ist auch um 18 Uhr. Das stelle ich aber dann am Freitag nochmal rein und am Freitag werde ich den Link reinstellen. Das nur zur Info und jetzt geht's hier los. Und hier ist der Freund. Es gibt ein paar schöne Signale und es gibt aber vielmehr weniger schöne im Sinne von nicht sinnvolle Signale. So, das erste ist, wir haben von dem Hoch bei fast 19.000, wir sind auf das 38er gelaufen und zwar dreimal. Wir haben es leicht unterboten. Wir sehen es gleich im 4-Stunden-Chart nochmal. Darunter habe ich vom Chart her diese Unterstützung bei 18.060. Da ist das untere, ich mache es mal größer, hier ist das untere Band. Die 200-Tage-Linie kommt helfend hinzu mit 17.810. Und wir haben hier auch noch das 50er-Retracement bei 18.018 war das, glaube ich. Ja. Das ist immer noch negativ hier. Und das ist auch noch negativ. Das dreht zwar hier ein bisschen, aber das reicht mir nicht, um zu sagen, ich muss jetzt hier long gehen. Ich finde den Handel sehr nervös. Damit gehe ich jetzt mal auf die 4 Stunden. Aber das ist eigentlich auch das, womit ich gerechnet habe. Die Volatilität insgesamt steigt. Und es ist wirklich so, dass man, das sehen wir gleich auf der Stunde dann nochmal besser, dass man manchmal wirklich nicht rausgehen darf, wenn man eine Position hat. Man muss sie wirklich relativ eng absichern. Ich habe diesen Pfeil hier gemacht. Für mich ist der DAX, also vom Chart her, erst dann positiver, wenn wir diesen Punkt hier bei 18.509 überbieten. Aber, es geht immer zurück auf den Tag, bei 18.550 liegt die 20-Tage-Linie. Die wird sich immer in den Weg stellen. Immer wieder, da muss er drum kämpfen. So einfach ist das nicht. Ja? Also das ist vom Chart her schon mal ein ganz guter Punkt, wenn er da drüber geht, aber drüber bleibt. Er muss da drüber bleiben. Nicht sowas wie der hier. Ja, oder dann nochmal dran. Also ich finde ihn von den 4 Stunden her ohne Signal. Also hier ist, das ist gar nichts. Hier ist auch nichts. Ja. Schön, hat man das Band gehalten. Aber das ist es auch. Auf der Stunde sieht man dann die Volatilität schon deutlich besser. Also hier allein diese Geschichte hier. Dann 200 Punkte runter. Und dann, wir haben jetzt 17.28 Uhr. Dann auf einmal wieder hoch. Auf was war das eben? 18.350, also 150 Punkte hoch. Das ist schon, ja, sieht. Ich finde noch nicht mehr, dass es einfach aussieht. Ja, ich finde auch, dass es nicht leicht zu handeln. Gebe ich ganz ehrlich zu. Das ist ziemlich schwer. Vor allen Dingen, wenn man dann immer mal auf seine ganzen Listen schaut, dann sieht man oben die Commerzbank bei plus 16%. Das irgendwie, das hemmt ein bisschen. Also mir geht es momentan so. Oder eine HelloFresh ist, glaube ich, auch bei 15%. Ja, es sind hier schon echt heftige Bewegungen. Jetzt kamen die Inflationszahlen von den Amis höher als erwartet, 3,2%. Jetzt geht schon wieder los, macht ein Viertel, macht ein halbes, macht er überhaupt was, muss er was machen, darf er was machen in Amerika mit den Zinsen. Ihr habt auch gesehen, dass durch diese Diskussion da gestern mit der Harris und dem Trump sind also heute die erneuerbaren Energieaktien in Amerika recht gefragt, sowas wie First Solar plus 9%, die waren glaube ich auch schon mal höher. Also das wird hier heftig bleiben. Vor dem Hintergrund, ich bin hier relativ klein oder wie nennt man das, Positionen, die man, wenn sie schief gehen, auch gut verkraften kann. So muss ich das sagen. Heute hier und jetzt, auch vom Stundenchart her, habe ich kein sinnvolles Signal. Ich wüsste jetzt von hier aus nicht, ob die nächsten 100 Punkte hoch oder runter gehen. Kann ich so wirklich nicht sagen. Das ist mir hier ein bisschen alles zu flatterhaft. Aber die Major Points sind für mich eben hier diese 18.500 rein vom Chart her, aber dann auch gleich gefolgt von der 18.550 von der 20-Tage-Linie. Ich habe die 18.060 als Support und die 18.015 als Support. Die Scheine,
Sind die gleichen wie das letzte Mal. Ich lasse den auch drin hier, diesen 17.801er. Im Moment ein Hebel von 39. Weil wenn das Ding mal anzieht und man erwischt den gut, dann hat man mit relativ wenig Einsatz einen ziemlich großen Hebel und dann kann das richtig Spaß machen. Hier verändere ich momentan auch noch nichts. Das lasse ich einfach so liegen. Es ist mit Vorsicht zu genießen hier, nach oben und nach unten. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.